ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Wie gesagt, herzlich willkommen zu Let's Play Half-Life 2. Punkt. Wo bist du denn eingestiegen? Hier hinten. Was sagst du so? Red's nicht viel, hm? Nö. Das ist schon die dritte Versetzung. Oh. Tja. Weiter geht's nicht. Schade. Willkommen. Willkommen. So, ich drehe jetzt mal die Game-Lautstärke nach unten. City 17. War jetzt ein bisschen zu leise. Audio. Musik lassen wir so. Listen unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. City 17 bedeutet mir so viel, nein, kein Foto, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Aber das ist alles, was ich noch habe. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Unterwegs. Und daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen: Willkommen in City 17. In Sicherheit. Waren Sie die Einzigen im Zug? Denkst du, das lasse ich mir jetzt gefallen? Nee. Schade. Das Arschloch geht wieder hier hinter. Ja. Willkommen. Willkommen. Schluss damit. Ja, ja, ist schon gut. Sie sind in einer der besten unserer Verbleibenden. Ich habe das schon angezockt, ein bisschen weit. Darum gehen wir einfach mal durch. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich Verwaltungssitz hier zu melden habe. In der von Gönnern zur Verfügung gestellte Zitadelle. Ich bin stolz, hey, Bürger von City 17. Ich will da durch, hallo. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben, Arschloch, durchreisen, zurufen: Willkommen in City 17. Dr. Breen. Alter, was soll das? Lass mich raus. Da. Triff's mich hier nicht. Was haben wir hier? Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Okay. Hier ist es ein bisschen finster, aber nein. Hier rein. Und was, wenn nicht? Geh schon. Nö. Hier rein. Nö. Nö. Flugüberwachung meldet keine Aktivität. Na gut. Brauchst du Hilfe bei dem? Nein, geh schon. Ich bin schon hinten. Ja, ich brauche was Privatsphäre für das hier. So. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ach nee. Ich bin's, Gordon, Barney von Black Mesa. Barney. Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Ja. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern, sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln.
Ja, Barney, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger, Gordon Freeman. So ganz ohne Vorwarnung. Geht mir genauso, Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. Ich muss vorne ein wenig einstellen. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Danke, Doc. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleines Labor durchkommen. Okay. Oha, das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung aufliegt. Bin schon weg. Barney. Schnell raus das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Ja. Ich treff dich später. Ups. Da laden wir erstmal die Daten. Das ist vorzüglich. Half-Life 2 gefällt mir voll gut. Aber wir haben unseren Anzug noch nicht an, denn wir sind Gordon Freeman. Geduld aufheben. Ich erhielt kürzlich folgende Zuschrift. Na gut, Arschloch. Mit welchem Motiv unterdrückt... Okay, gehen Sie. Weitergehen. Letzte Warnung. Uiuiui. Meldebürger für Freiwilligendienst an der Allgemeinheit. Arbeitsgruppe Tief. Ihre Frage befasst sich mit einem biologischen Kernaspekt unserer Spezies und mit den zugehörigen Sehnsüchten und Befürchtungen. Doch sind auch nicht gestellte Fragen zu Wissen und nicht, was gut für uns ist. Mit welchem Recht treffen Sie diese Entscheidung für die Menschheit? Wird das Hemmfeld abgeschaltet? Werden wir uns wieder fortpflanzen? Erlauben Sie mir, mich mit diesen tiefer liegenden Sorgen auseinanderzusetzen, statt mögliche unausgesprochene Fragen zu beantworten. Schauen wir mal, wie müsste es lang gehen. Ich hab's nämlich schon ein wenig angezockt. Ein wenig ist gut. Zu viel angezockt, das ist ja. Denn ich war schon sehr weit. Aber naja, mach mal einen Walkthrough. Blind. Englisch. So beginnt es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Ich weiß nicht, was sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Okay. Ich spiele das diesmal nicht in der, wie es Gronkh gespielt hat, in der Cinematic Mode. Da laden wir erstmal die Daten. Und ja, so nebenbei Outlast. Wahrscheinlich wird es nicht mehr geben. Oder doch. Aber in dem Fall machen wir jetzt mal Half-Life 2. Bewegung stoppt da. Ich will da durch. Eindämmung nicht möglich. Stufe 3 hier. Es wird schon werden. Ich sollte weitergehen. Nee. Kernaspekt unserer Spezies und mit den zugehörigen Sehnsüchten. Ja, was ist? Doch sind hast du hier geklopft? Ich wusste gar nicht, dass wir noch eine Tür haben. Oh. Breen. Oh. Er gehört zu uns. Sieh sie an da unten. Ich sag's ja, als nächstes holen sie uns. Ich hoffe, das ist unrecht. Achtung, oder Urteilsvorstrecken bringt 10 Minuten. Uiuiui! Fick dich. Nee, das ist Absicht. Schön mal unters Auto werfen. Nee, jetzt nehmen wir das. Entschuldigung. Das. Let's play ernst und jetzt. Schnell.
Achtung Anwohner. Schnell. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Hey, du. Zwei Kooperationen. Ja, ich bin schon da. Vollständig. Jetzt gibt's Stress. Jetzt beeil dich doch. Jetzt gibt's Stress. Bürgerhinweis. Bei fehlender Kooperation. Weltexterne Umsiedlung. Schnell, rein hier. Bin schon weg. Da laden wir erstmal die Daten wieder. Jetzt wird es ein bisschen schwierig und kritisch. Ja, noch so nebenbei. Let's Play Omsi wird es jetzt auch geben, denn ich habe mir jetzt ein Lenkrad gekauft. Das Logitech G27. Das ist ein Spitzenlenkrad mit 6-Gang-Schaltung und ja. Nicht runterfallen. Ihr trefft mich nicht. Armleuchter. Ah! Nein. Hier drüben! Ha, nein, nächstes! Oh. Was passiert da? Okay. Dr. Freeman, vermute ich. Achtung! Unidentifizierte. Los, Beeilung. Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Hm. Das hast du alles alleine gemacht? Dr. Kleiner meinte, du würdest kommen. Ich glaub's nicht. Aber naja. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Ja. Ich bin Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. Okay. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Du sagst nicht viel, oder? Mir hört ja gar keiner zu. Das ist ja das Problem. Ja, Black Mesa werde ich nicht... Ich war auch bei Black Mesa dabei. Der Herr Administrator. Psst. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Black Mesa werde ich nicht... Hallo, ich möchte was erzählen. Black Mesa werde ich nicht let's playen, da ich das schon so oft gespielt habe, dass ich es gar nicht mehr spielen will. Denn das ist die Vorgeschichte von Half-Life 2, schätze ich. Da laden wir erstmal die Daten. Ladedaten. Komisch, dass du ein denkwürdiger heute auftauchst. Tag. Warum leicht? Na komm schon. Wir helfen Menschen zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Eine gefährliche Route zu Dads Labor. Okay. Durch die alten Kanäle. Mhm. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Mhm. Da, Black Mesa. Komm, ich spendiere dir einen. Was spendierst du mir? Einen Geheimgang oder einen Drink? Oh, und übrigens... Einen Geheimgang. Nett, dich endlich kennenzulernen. Danke. Oh, da ist Doc. Verflixt doch mal. Wo ist die hin? Lamar, komm raus da. Alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, cool. Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, Gordon Freeman, bist du es wirklich? Ja, ich bin es. Draußen den Streuner. Es funktioniert. Ist schon ein Zunicht gut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Bin schon da. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein Ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist einer unserer Besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Das stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Es funktioniert? In echt diesmal? Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Wir haben seitdem viel dazugelernt.
Sehr viele. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst, aber okay. Na also. Ah! Verdammt, nimm's mir ab! Lamar, da bist du ja. War das Viech nicht erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich, Gordon. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Ich will es nicht mehr sehen. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Mitte. Vorsicht, Lamar, die gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Ha, mit Glück noch länger. Barney, du kannst nicht mit Tieren. Na gut. Nun, Gurken, auf geht's. Schlüpf in den Anzug. Yeah, Gordon Freeman ist wieder da. Ich sehe, Gordon, dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Zumindest teilweise. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, aber dies ist das Wichtigste. Also... Der Mark V Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Oh je. Doc, dafür ist keine Zeit. Halt wenigstens den Anzug auf, Gordon. Gute Idee. An der Wand ist ein Ladegerät. Du kannst deinen Anzug jetzt an Combine-Ladestation aufladen. Sorry, ich war gerade abwesend. Okay. Lasst uns inzwischen diesen Laden schmeißen. Clever, das muss ich echt mal sagen. Na gut. Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen, ja? Ja. Isaac, bist du dort? Ja, Eli. Es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Sag mir nicht, wer das ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du bereit, von Start? Wir sind hier alle bereit. Tun wir es einfach. Also, der masselose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Parameter stehen auf CY-Basis und LG-Orbifold einschließlich hierbei. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Das hatten wir schon mal. Hey, ja, wegen der Katze. Initialisierung in 3... 2, 1. Oh, verflixt. Was nun? Doktor, der Stecker. Ausgezeichnet. Gordon, betätigt den Schalter. Gordon, nur keine Scheu. Sehr gut. Schlusssequenz beginnt jetzt. Wow, wow, wow. Okay. Und weg ist sie. Und, hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc. Oh, Gott sei Dank. Was bin ich erleichtert. Gute Arbeit, Izzy. Es war nicht nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Lasst uns Gordon jetzt hierher holen, ja? Ganz recht. Wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Studium macht sich echt bezahlt. Okay, Barney, jetzt du. So, Leute. Danke. Sobald du deine Position eingenommen hast, senden wir dich zu Eli. Knapper geht's echt nicht. Ja, passt schon. Leute, wir sind an diesem Part jetzt angekommen. Ich speichere jetzt noch. Wenn du erstmal sicher im Teleporter sitzt, kann es losgehen. Ich weiß es, Doc, aber ich beende diesen Part hier. Also, ja.
Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Kev. Und ich hoffe, euch gefällt das Let's Play Half-Life 2. Ciao.